Erst wenige Stunden alt und schon im Fernsehen. Selbstbewusst und putzmunter bewegen sich die Eintagesküken vor der Kamera. Sie waren am vergangenen Wochenende der ganze Stolz von Züchter Werner Voth. Zur Kreisgeflügelschau in Hartha präsentierte er seinen jüngsten Nachwuchs den vielen Besuchern. Schon am Tag vor der Ausstellungseröffnung waren Preisrichter aus ganz Mittelsachsen bei der Arbeit, um aus den 573 ausgestellten Zweibeinern die besonders schönen und rassigen herauszufinden. Die Preisrichter bewerten die Tiere nach der Vitalität als erstes und dann, wie die Federstruktur ist. Die Federn, wie sie aussehen, die Zeichnung, das Auge. Und jede Rasse hat ihre Eigenheiten. Zu den Preisträgern gehörte unter anderem Wolfgang Lehmann aus Langenau, der für edle Tauben und stolze Hühner ausgezeichnet wurde. Auch Vereinsvorsitzender Werner Voth und seine Frau Gisela gehören zu den besten Züchtern. Für ihre Niederrheiner Hühner gab es ebenfalls die Bestnote. Unser Verein feiert nächstes Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Es ist zwar kein Gründungsmitglied mehr dabei, aber trotzdem, wenn man den Altersdurchschnitt vom Verein sieht, es ist beängstigend, wie es weitergehen soll. Obwohl Werner Voth insgesamt über Nachwuchsmangel klagt, waren unter den 65 Ausstellern immerhin 8 junge Züchter unter 18 Jahren. Pünktlich zur Ausstellungseröffnung am Sonnabend konnte Vereinsvorsitzender Werner Voth mit Stolz seinen jüngsten Nachwuchs präsentieren. Nach 21 Tagen in der Brutmaschine waren die kleinen Küken fit für die Ausstellung. Am Sonnabend früh begrüßten die Eintagsküken putzmunter und fröhlich die Besucher. Sie waren ein besonderer Anziehungsmagnet für die jungen Ausstellungsgäste.